Dein Cousin dritten Grades saß im Bau. Wow. Du liest manchmal Goethe oder Faust. Was geht ab, meine Freunde? Hier ist euer Summer, der Hammer, der Killer, der Chief. Zusammen mit meinen Broskis KJ Rebelovic und der Master of Disaster, Judy. Und heute sind wir hier bei der One-Shot-Session und werden einen Song machen und direkt dazu noch ein Video drehen. Ich glaube, die Leute, wenn wir Mucke machen, die erwarten immer etwas Tiefgründiges. Ich würde sagen, lass uns heute einen tiefgründigen Song machen. Tiefen Song? Dieses gottverdammte Leben ist ein Traum. Wow! Gerade Casey und Jam, wir kennen uns schon seit 15 Jahren. Arbeiten auch schon seitdem. Da weiß man einfach, der andere feiert das, der andere das nicht. Lass uns erstmal einen Sound suchen und dann können wir gucken. Vielleicht ist dann direkt was dabei. Nicht zu viel, sage ich mal, links und rechts. Ja, wir könnten auch den Beat nehmen, wir könnten auch das Sample nehmen, wir könnten auch über dieses Thema rappen, sondern uns schnell auf eine Sache einigen. Ey, ich habe eigentlich noch diese eine Idee, ne? Im Boardroom, das, was du hattest. Ja. Bei der Session hat der Jam eine Idee gehabt. Wir haben das aber zeitlich nicht mehr geschafft. Vielleicht werft ihr mal einen Raum, wenn das was ist, dann... Immer dieses so Dings. Wow. Einfach so wow, ne? Aber im Sinne von, ja, dass du irgendwelche so unkrassen Aussagen machst, ne? Und dieses wow halt auch wirklich dann... Also plump. Genau. Ja. Also wir machen eigentlich alles gemeinsam. Wenn ich jetzt am Texten bin oder so, dann ist Judy auch mal gerne jemand, der zum Beispiel irgendeine Aussage reinwirft. Manchmal ist die ja totaler Hirnschiss und manchmal ist es auf einmal eine Aussage, die du die ganze Zeit gesucht hast. Ich sag dir, 2008, 2007, da war er noch in Mülheim, bei ihm im Kinderzimmer waren wir. Er wird sich jetzt bestimmt abfacken, wenn ich Kinderzimmer sage, auf jeden Fall. Das war so seine Jugend, sein Jugendzimmer, sag ich mal. Oh, also bei Jam weiß ich noch, wie er zu mir, das war damals noch bei mir zu Hause, in meinem Kinderzimmer noch. Da war das erste Mal bei mir, da haben wir, glaube ich, der Song ist aber nie rausgekommen, den wir gemacht haben. Und mit Casey, boah, bin ich mir gar nicht so sicher, aber weiß ich auch noch, das war so diese SAW-Zeit damals mit Manuelsen noch, Kinder des Zorns. Ich habe schon in den Abstellräumen aufgenommen. Darum geht's gar nicht. Es geht einfach nur um den Vibe. Wenn wir einen coolen Vibe haben. Judy hat über die Jahre so ein Setup entwickelt, das so auf uns einfach wie abgestimmt ist. Wir brauchen nicht viel. Wenn wir unterwegs sind. In Dubai haben wir zwischen Matratzen aufgenommen. Ja. Ja. Also im Prinzip nimmst du einfach dein Mikrofon mit, deine Boxen mit, aber zahlst 1000 Euro für Strand- und Panoramablick. Wow. Also Judy, ich finde sein Gehör krass. So seine Einschätzung, wie etwas am Ende klingen muss, die ist schon von Anfang an richtig krass. Auch wenn du zum Beispiel einen poppigen Song mit ihm machst, kann er die Sachen so geil flippen, dass sie trotzdem eine Roughness haben. Und er hat halt auch sehr dreckige Sounds. Der Sound ist noch zu schrill. Ich finde, das sollte schon so minimalistisch sein. Hey, warte, genau. Nicht so verspielt, Bruder. Ja. Nicht so verspielt. Wow. So eine ganz gelangweilte Bassstimme einfach. Die machst du gleich mit deiner Tamam-Tamam-Stimme. Genau, Tamam-Tamam. Die Tamam-Tamam-Stimme. Wir machen jedes Jahr eine Session in L.A. Meine Solo-Alben fangen wir immer dort an. Und dann nehme ich meine Produzenten mit. Wir nehmen uns ein großes Haus und dann bleiben wir da 3 Wochen, 4 Wochen arbeiten und machen erstmal so einen guten Start, ein gutes Grundgerüst für ein Album. Und dann kommen wir nach Deutschland, nehmen ein bisschen in Deutschland auf, ein bisschen bei uns in Gladbach, ein bisschen in Essen, ein bisschen in Duisburg. Und dann, wenn wir dann nochmal eine Session brauchen im Ausland, fliegen wir nochmal ins Ausland. Einen Döner-Teller mit Pilau. Wow. Okay, genau diese Schiene, ne? Ich hab das genau so gerade. Einen Döner-Teller mit Pilau. Wow. Mach mal kurz aus, Bruder. Ich würde sagen, das ist das Grundgerüst. Ja. Lass uns jetzt einfach schreiben. Bist du fein damit, Hussein? Ja, voll. Lass uns schreiben
Und wenn wir die ersten Bars haben und wir wissen ungefähr, ich würde sagen, wir machen 12er. Ja, sowieso nicht, ne? Mehr. Ja. Oder? Okay, lass gucken. Du kannst auch einen 16er machen wie früher. Ich kann auch einen 32er hier gleich Dings rausholen. Ich habe gehofft, dass wir schnell auf was Geiles kommen. Sind wir zum Glück auch. Aber ich muss auch sagen, dass Judy, ich und Jam einfach auch ein eingespieltes Team sind. Wir machen seit Jahren Musik. Ich stehe oben in der Volle Kar. Du hast mal gebucht und was mal drauf. Genau, das ist der Dings, der ich. Casey ist sehr strukturiert. Also ist strukturierter als ich auf jeden Fall. Der ist auch so, dass er öfter so mal das Zepter sagen kann, okay, wir machen jetzt das, 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 das. Und dann habe ich in meinem Kopf das ein bisschen geordneter. Und an sich ist er ein sehr starker Schreiber. Sehr stark, also ist jetzt kein No-Cap, einer meiner Lieblingsrapper. Mit der Brille sieht sie aus, als wäre sie schlau. Wow. Der beste Friseur aus Westeuropa, ihr habt meinen Bruder. Barbier Skander. Wie ich sehe, hast du gerade einen Lauf. Wow. Erste Woche 3000 verkauft. Wow. Ich sage schon immer, der Jam hat seine besonderen Stärken in seinem Wortwitz. Er hat einfach coole Aussagen, wie er Sachen verpackt. Ich denke, das ist eine sehr, sehr große Stärke von ihm. Und unabhängig davon würde ich sagen, dass unsere Arbeitsweisen mittlerweile schon fast identisch sind. Natürlich gibt es da so leichte Abweichungen, aber wir arbeiten schon ziemlich ähnlich. Ich komm mit einer Knarre unterm Sitz, weil es bei mir keine Verhandlungsbasis gibt. Mit dem Helikopter stehst du nicht im Stau. Durch das Dollarzählen werden Finger blau. Ja, wir brauchen noch ein bisschen mehr Power von dir, Jam. Du musst ein bisschen mehr Gas geben. Das ist alles noch ein bisschen schwach. Die Jungs sind im Studio einfach auch Maschinen, ne? Wenn die am Mikro, da brauchen nicht viele Takes. Die wissen, wie die ihre, mit ihrer Stimme umzugehen haben. Und auch textlich eigentlich immer Sure Shots. Kranker Song, Alter. Erste Woche 3000 verkauft. Wow. Ich mache eine 5er jeden Tag und gebe es so. Also jetzt muss der, glaube ich, nur noch ins Master, oder? Ja. Editiert habe ich gerade schon, drüber gemixt, direkt zum Master, Video drehen. Hier haben wir einmal Daniel Slotin, den besten Videoregisseur Osteuropas. Wir fahren jetzt erstmal nach Köln zum türkischen Café, drehen da Part von Casey. Was ist das für ein Film, den du ganzzeitig auf unsere Köpfe machst? Du bist anscheinend voll der Krasse, ne? Dann fahren wir zum Bootshaus, das ist ein Club in Köln, und dann drehen wir voll viele andere Szenen, Performance-Szenen, Details, Shots, alles mögliche. Und am Ende haben wir noch krasse Location unter der großen Brücke, wo wir in die G-Klasse... Aus ein paar Neonröhren? Ja, habe ich dabei, 8 Stück, Bruder, Beste. Und gib mir 2 Neonröhren und ich mach dir Avatar 3. Ich sehe oben ohne vor der Crowd, wow. Wechsel, treffe ich deine Frau, wow. Mit der Brille sieht sie aus, als wäre sie schlau, wow.